Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zum Beginn eines neuen Karrieremodus. Heute geht es in den zweiten und zwar mit, wie bereits angekündigt, der Arminia aus Bielefeld. Wir sind also am Start in der zweiten Bundesliga und, ja Freunde, wir wollen natürlich in die erste Liga im Laufe dieses Karrieremodus irgendwann mal aufsteigen und uns eventuell in der Bundesliga etablieren oder sogar noch höher. Theoretisch ist alles möglich, wir haben lange, lange Zeit, das Spiel ist frisch, das Spiel ist neu und dementsprechend können wir da richtig viel Spaß mit der Arminia haben. Wenn euch diese erste Episode gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Spezieller Gruß geht raus an den Nico, einen meiner Kollegen, die ich auf der Gamescom quasi kennengelernt habe, über den Badeschlappen. Und der ist Arminia-Fan und dementsprechend grüße ich den hier an dieser Stelle mal ganz lieb. So, wir machen das Ganze mal hier ganz schön mit der Schüko-Arena. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig bei den Zweitligisten beziehungsweise allgemein bei den Teams, die keine lizenzierten Stadien haben. Ich mag das ja nicht so gerne, aber ich denke mal, die Schüko-Arena kann man schon so hinstellen. Das passt einigermaßen mit dem, ich weiß gar nicht, was ich jetzt im Endeffekt genommen habe, Ivy Lane oder Waldstadion? Nee, Ivy Lane ist es, glaube ich. Ich kann es gerade hier aus der Distanz nicht sehen, aber ich denke mal, das passt schon ganz in Ordnung und von daher müssen wir uns da keine größeren Gedanken machen. Wir spielen natürlich, wie sollte es anders sein, auf Spielschwierigkeit, Legende, so wie ich es ja immer handhabe im Karrieremodus. Die Kader sind aktuell heruntergeladen und wir heißen Max MGT und das wird mal wieder eine Erfolgsstory sein. Genauso wie in England bei Newcastle soll das im Idealfall richtig gut laufen. Nur mit dem Unterschied vielleicht, dass wir vielleicht im Vorbereitungsturnier ein bisschen besser abschneiden als die Magpies, aber das könnt ihr euch auch angucken, die ersten beiden Folgen von dem Karrieremodus sind ja schon raus. MGT bereit, Bielefeld im Sturm zu nehmen und man muss dazu sagen, ich kommentiere die erste Episode heute nach. Das wird auch bei den Folgeepisoden so sein. Ich bin mir noch nicht sicher, aber doch bei Newcastle eigentlich. Auch bei Newcastle wird es immer nachkommentiert sein. Die Spiele halt im gewohnten Stil. Und das gleiche auch bei der Arminia eigentlich. Nur, dass bei der Arminia es den Unterschied gibt, dass ich noch nicht ganz die Kommentierweise weiß. Ich habe mich ja mittlerweile so ein bisschen entschieden für diesen Bild-YouTube-Stil. Das heißt, das Ganze quasi wie bei Newcastle, aber eher so wie in den Vorbereitungsspielen. Das heißt, die Spiele ein bisschen kürzer zusammengefasst und ein bisschen lockerer quasi. Und ich denke mal, das dürfte dann eine ganz gute Mischung sein, weil dann geht der Karrieremodus hier ein bisschen schneller vonstatten, weil wir müssen ja eigentlich mal aufsteigen und der von Newcastle aufgrund dessen, dass wir da nur 2 Spiele pro Episode machen und hier eventuell 3, ein bisschen schneller. So, wir können am Saisonvorbereitungsturnier teilnehmen, wir werden eingeladen und dazu werden wir beglückwünscht und wir werden natürlich auch teilnehmen, keine Frage. Diese Teilnahme kann man ablehnen, wenn man keine Spiele in der Vorbereitung haben möchte und sich mehr auf Transfers konzentrieren möchte, aber da ich das ehrlich gesagt nicht so extrem machen möchte, weil wir auch nicht so viel Geld haben, nehme ich die Einladung natürlich gerne an und wir spielen entweder in Italien, in der Türkei oder in Spanien. Alles drei an sich relativ interessante Turniere mit Gegnern, die allerdings nicht so krass sind. Deswegen entscheiden wir uns im Endeffekt für Spanien, wie ich hier gerade sehe. Und in dieses Spiel, beziehungsweise in diese Spiele, gehen wir dann nicht in dieser Episode, sondern in der nächsten. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie ganz cool werden. Gut, ich würde des Weiteren sagen, wir gucken uns mal, was hier in unserem Posteingang so rumgammelt. Nichts Besonderes bisher, haben wir ein paar Spieler gescoutet, die aber auch alle jetzt nicht so extrem pralle sind. Lacazette hat einen schönen Namen, aber ansonsten auch nicht so interessant. Bart Finne beispielsweise wäre an sich ein interessanter Spieler. Aber ob wir das realisieren können, müssen wir erstmal noch schauen. Hakan Calhanoglu ist total unrealistisch. Samuel Radlinger schon eher wieder nicht. Habe ich aber aus irgendwelchen erfindlichen Gründen gelöscht. Raphael und so weiter sind alle nicht so wirklich dabei. Und die Zweitligaspieler kannst du auf jeden Fall alle mal scouten, denn ich denke, das ist keine schlechte Idee an sich, um da irgendwie mal einen kleinen Überblick zu bekommen, was man denn theoretisch so verpflichten könnte. Allgemein aber, wie gesagt, wenig Geld. Deswegen müssen wir damit, mit dem, was wir haben, gut haushalten. Aber das ist ja theoretisch auch sehr gut möglich. Das Ganze wird übrigens auch sehr realistisch gehalten. Nicht über Newcastle, Emre Can kaufen. Nein, nein. Wir machen das hier wirklich so, dass wir versuchen, irgendwie Zweitligaspieler zu verpflichten oder Spieler aus schlechteren oder schwächeren Ligen, wie beispielsweise der niederländischen Liga schlechtere Spieler oder aus der Schweizer Liga, Österreicher Liga, halt so ein bisschen realistisch gehalten und ich denke mal, das kriegen wir auch ganz gut. In dritte Liga gibt es ja leider nicht für Transfers in der zweite Liga, zumindest bei den talentierten Spielern wäre das noch ganz interessant, aber ich denke mal, auch so geht das einigermaßen klar. Wir haben mit erfahrenen, relativ guten Flügelspieler auf Außen, das freut mich auf jeden Fall schon mal, 65er Ratings für die zweite Liga in Ordnung und Forst, das gilt dazu ebenfalls. Dazu haben wir natürlich noch Fabian Klose unter anderem, Cohn van der Biesen, den ich ganz gerne verkaufen würde, aber der gerade erst gewechselt ist, von daher ist das nicht möglich. Wir haben allgemein einen Kader, der für die zweite Liga relativ gut aufgestellt ist. Es wird nicht einfach werden, sich zu behaupten bzw. die Klasse zu halten, weil die anderen Kader natürlich gerade mit RB Leipzig, mit Kaiserslautern und Braunschweig und so weiter und so fort sehr stark aufgestellt sind, aber eventuell können wir irgendwann mal nach oben schielen. 28 Leute sind übrigens relativ wenig, wenn man das mal vergleicht mit anderen Teams, liegt natürlich daran, dass Arminia ein kleiner Club ist mit nicht so viel Geld, ihr seht es ja auch, obwohl ich plus 60% Transferbudget habe, habe ich 920.000 und verbleibendes Gehaltsbudget 20.000, also das geht auf jeden Fall schon ein Stückchen besser und deswegen gucken wir einfach mal nach, was wir hier so gerade verkaufen können. Ich habe auch schon gebeten auf Facebook, ob ihr mal Anregungen geben könntet und da habt ihr bisher eigentlich ganz gute Transfervorschläge gemacht. Die werde ich eventuell in der nächsten Episode vorstellen.
und eventuell auch verpflichten. Es wurde sich allgemein auch beschwert, das muss ich nochmal dazu sagen, dass ich ein Hannover-Channel bin, was ich so jetzt persönlich nicht sehe, auch wenn ich natürlich sehr viel mit 96 am Hut habe, aber dass ich keinen Hannover 96 Karrieremodus mache. Dazu kann ich nur sagen, liebe Freunde, dass das aufgrund von eurer Präferenz so ist. Ja, also ihr habt mir quasi gesagt, beziehungsweise klar gemacht, Max, Hannover 96 Karrieremodus ist scheiße, wollen wir nicht sehen und dementsprechend gibt's den nicht. Deswegen gibt's einen 2-Liga-Karrieremodus und einen englischen Liga. Ihr habt euch quasi dafür entschieden, eventuell können wir irgendwann im Laufe des Jahres nochmal Karrieremodus in 96 machen oder ihr schreibt mir jetzt, Max, unbedingt Hannover, kann ich mir aber nicht vorstellen, denn die Hengmar Bielefeld und auch Newcastle sind relativ interessant und vielleicht wechseln wir sogar irgendwann von Bielefeld zu Hannover 96 die Option. Theoretisch besteht er zumindest. Was die Scout-Aufträge angeht, da löschen war natürlich wie immer alle, denn die vorhergegebenen bzw. vorhergeschriebenen von den Managern, unsere Chefs, ja, die sind immer nicht so sonderlich toll. Deswegen suchen wir mal einen schnellen Stürmer, der angriffsorientiert ist. Das brauchen wir nämlich und der sollte mir die einfach noch relativ jung sein, denn mit Fabian Klose Nöte, glaube ich, und Van der Biesen haben wir jetzt nicht so die allerjüngsten und schnellsten Spieler und von da aus kann man dann noch ein bisschen was brauchen. Zentrale Innenverteidiger wäre auch nicht schlecht. Kopfballspezialist bin ich da ja immer sehr episch drauf, dass wir da einen vernünftigen Spieler bei Standards haben. Gerade dieses Jahr ist das relativ wichtig und ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwie hin und auch dann relativ jung, das wäre ganz schön. Ansonsten, was brauchen wir noch? Flügelspieler? Ich bin mir gar nicht sicher, was wir noch brauchen. Offensives Mittelfeld, genau. Weil wir da Ulm haben und Müller und die beide schon relativ alt sind und wir wollen natürlich ein bisschen zukunftsorientiert handeln, deswegen da auch nochmal einen Jüngeren verpflichten. Da sind auf jeden Fall so die Ziele, die ich habe und ich denke mal, die können wir theoretisch alle ganz gut umsetzen, allerdings nicht mit 920.000 Transferbudget. Allerdings habt ihr ja auch vorgeschlagen bereits einige Leihspieler, beispielsweise Leroy Sané wurde da vorgeschlagen, auch wenn der vielleicht ein bisschen zu teuer ist, aber wir werden in der nächsten Episode mal sehen, was wir da machen können und schauen nochmal, was war ja im Endeffekt bei oder was da im Endeffekt bei rumkommt. Natürlich auch in der Vorbereitung ganz wichtig, rumzuprobieren. Das heißt, wir werden nicht nur mit einer Standardformation spielen. Nö, wir werden so ein bisschen rumprobieren, welche Formationen eventuell am besten zu uns passen könnte. Wir werden mal Doppelspitze ausprobieren, mal das 4-2-3-1, also die Standardformation, die wir hier sehen können. Und ich glaube, da sogar noch irgendeine. Bin mir gar nicht sicher. Habe die zweite Episode schon im Voraus aufgenommen, aber weiß gar nicht mehr, was da so gelaufen ist. Muss ich mir erstmal mal angucken, bevor ich das Ganze schneide und kommentiere. Die nächste Episode weiß ich noch nicht, wann sie kommt. Auf jeden Fall kommt jetzt mal die zweite von Bielefeld. Dann kommt Newcastle. Also immer so ein Wechsel. Ich denke mal, das ist ganz cool. Dann habt ihr nicht immer die Abwechslung. Ich denke mal, mindestens eine Folge von jedem pro Woche dürfte bei rumkommen. Es gibt dann noch viele andere Serien. Footdraft, dazu 7-Minute-Squad, wenn ich irgendwann mal wieder mit denen anfange. Was haben wir denn noch dazu? Deal With natürlich, wenn ich da mal wieder Bock drauf habe. Und von daher, ich denke mal, das ist in Ordnung. Dazu noch die Stadion-Vlogs einmal pro Woche, der gegen Stuttgart, genau, der kommt eventuell heute noch, da bin ich noch nicht ganz sicher, müsst ihr mal gespannt sein und nachher die Abo-Boxen voll campen, denn momentan ist es jetzt schon relativ spät mit 18 Uhr und ich weiß gar nicht, wann das Video hier kommt, das heißt, wenn, dann kommt das andere Video noch später und sonst halt morgen und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Wir haben unseren Kader für das erste Mal so ein bisschen abgeschlossen, unsere Standardaufstellung, beziehungsweise unsere Stammaufstellung so ein bisschen, ja, quasi besiegelt und werden mal so ein bisschen, ja, aussortieren. Van der Biesen haben wir offenbar nicht gekauft, sondern haben wir tatsächlich ja, doch, auf der Transferliste gesetzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, hab's gerade gar nicht gesehen. Auf jeden Fall simulieren wir langsam zu auf das erste Spiel in der neuen Saison. Und zwar, wie halt gerade bereits angesprochen, in der im Vorbereitungscup, ich weiß gar nicht, wie der heißt, European International Cup, kann es eigentlich nicht sein. Kennedy werden wir übrigens mal scouten, genauso wie diesen Harry Lennon da. Goldson werden wir auch scouten von, wie heißt denn der Verein nochmal? Brighton & Hove? Ist das Brighton & Hove? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht der auch ganz interessant aus. Englische Liga hat auch immer gerade von den Bronzespielern, beziehungsweise von den schlechteren Spielern immer was relativ Interessantes mit dabei. Und von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir was finden werden. Schweden und so, genau, die skandinavischen Staaten sind natürlich auch mal eine schöne Liga, beziehungsweise eine schöne Region. Hier seht ihr schon nach Niederlande und die 5-Sterne-Scout schicken wir, glaube ich, in die Schweiz oder nach Österreich. Nach Österreich, genau. Und dementsprechend können wir da auch eventuell ein paar richtig gute Spieler rausholen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Wenn es euch gefallen hat, diese erste Episode und die Ankündigung, wie das Ganze hier laufen wird, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder, dann mit den Vorbereitungsspielen 1, 2 und 3. Ich wünsche euch erstmal jetzt für den verbleibenden Release-Tag von FIFA 16 noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.